Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um das Thema Schärfen. Und um noch genauer zu sein, geht es um hier diese wunderschöne Maschine. Dafür werde ich jetzt als erstes einen Stand bauen. Im vergangenen Projekt habe ich da ein paar mehr Informationen gegeben, deswegen werde ich da nicht so genau drauf eingehen. Auf die Maschine hier werde ich aber dann später ein bisschen genauer drauf eingehen. Das ist eine Kombimaschine, da kann man Stemmeisen mit schärfen und Hobelmesser. Das steht heute so ein bisschen an, also bleibt gerne am Video dran. Das ist eine absolut tolle Maschine. Ich werde euch zeigen, wie sie funktioniert. Und jetzt schauen wir erstmal, dass wir sie auf einen vernünftigen Stand bekommen, damit sie vernünftig steht. Und damit darf ich euch recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen Video. Bleibt unbedingt dran, denn ich war selbst ein bisschen erstaunt, wie genau tatsächlich diese Hobelmesser-Schärfmaschine am Schluss auch funktioniert. Wie immer brauche ich natürlich erstmal ein bisschen Material. Vielleicht möchtet ihr in Zukunft ja auch mal was mit Metall bauen und deswegen werde ich euch jetzt mal meine drei Lieblingssorten, was Metall angeht, kurz aufzählen. Das ist zum einen Flachstahl, das schneide ich gerade hier zu, einmal 60 mm breit und einmal 120 mm breit. Dann benutze ich noch sehr, sehr gerne 40er Vierkantrohre, die eine Wandstärke von 3 mm haben. Da ist es dann ein bisschen einfacher, wenn man auch noch nicht so geübt ist mit dem Schweißen, dass man nicht so schnell durch das Rohr durchbrät. Mit dem Flachstahl könnt ihr ideal Platten herstellen, wo ihr zum Beispiel Rollen dann später mit Gewinden festschraubt, und mit dem Vierkantmaterial könnt ihr sehr, sehr einfach große Gestelle bauen, die wirklich sehr, sehr stabil sein werden. Nach dem Zuschnitt kann ich einmal alle Phasen schnell brechen und danach kann ich alles schon wie nach dem Bauplan zusammenlegen und einmal heften. Das mache ich, damit einmal die Grundkonstruktion zusammenstehen bleibt und ich später beim Durchschweißen weniger Schweißverzug habe. Ich habe diese Schweißmagnete früher tatsächlich nicht so gerne benutzt, weil ich immer gedacht habe, die halten vielleicht nicht ganz so gut. Da war aber oftmals mein Problem, dass ich manche Schweißnähte direkt durchgezogen habe und die Schweißmagnete das halt eben nicht richtig festhalten konnten und dann deswegen alles ein bisschen außer Flucht geraten ist. Probiert es aus dem Grund unbedingt mal aus, punktet eure Schweißprojekte als erstes und zieht dann die Schweißnähte durch. Für gelernte bzw. sehr erfahrene Schweißer mag das vielleicht offensichtlich sein, aber mich hat das Ganze früher immer so ein bisschen fasziniert, wie manche Leute so Schweißprojekte so schnell umsetzen können. Nachdem ich das jetzt nach dieser Methode anwende, bin auch ich wirklich deutlich schneller geworden bei meinen Schweißprojekten und das macht es ja auch so ein bisschen aus. Man muss nicht warten, bis Holzleim trocknet, man kann schnell alles zusammenpunkten und das Ganze ist danach sehr, sehr stabil und da macht es mir dann tatsächlich nochmal eine Schippe mehr Spaß, solche Projekte aus Metall anzufertigen. Geht schnell, sieht gut aus, ist sehr, sehr stabil und wird die nächsten Jahrzehnte gut halten. Ich habe das Gestell jetzt fertig lackiert und geschweißt und das hier wird auch der finale Ort sein, denn die Maschine hier kann nicht nur Hobelmesser schärfen, sondern auch Stemmeisen. Und das werde ich euch jetzt zeigen und deswegen steht die Maschine auch direkt hier, damit ich hier an meinem Arbeitsplatz, wenn das Werkzeug mal stumpf ist, hier fix rangehen kann und das Werkzeug halt eben schleifen kann. Eine wichtige Information zu dem Spannsystem: meine Drehmaschine funktioniert ja derzeit noch nicht, weil der Schalter kaputt ist. Kleine Richtigstellung, mittlerweile funktioniert die Drehmaschine zum Glück wieder, denn ich konnte tatsächlich diesen elektrischen Schalter hart löten. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere unbedingt den Kanal, dann werde ich dir bald zeigen, wie ich das hinbekommen habe. Und deswegen habe ich hier einen sehr, sehr rudimentären Halter gebaut, weil ich halt eben kein Rundmaterial drehen kann und deswegen hier jetzt erstmal provisorisch so diesen einfachen Halter gebaut habe. So sieht das Gestell aus. Wir haben schöne Gummifüße unten drunter, das steht somit sehr, sehr stabil und das 50er Material ist auch wirklich eine gute Größe gewesen, damit das Ganze halt in beide Richtungen schön stabil ist und das soll es ja natürlich sein, damit das Arbeiten auch möglichst viel Spaß mitmacht. Die Schärfmaschine ist von Hafner und im Prinzip haben wir hier einen Doppelschleifer. Auf der Seite können wir einmal mit hier dieser Vorrichtung Stemmeisen schleifen und auf der Seite an dem zweiten Schleifrad können wir halt eben Hobelmesser schärfen. Wir werden jetzt erstmal hier uns die Vorrichtung anschauen und auch benutzen. Das hier ist das provisorische Teil, was ich eben gemeint habe. Damit kann man halt bis dato erst sehr, sehr breite Eisen einklemmen. Wenn meine Drehmaschine wieder geht, kann ich hier ein passendes Rundteil für drehen und was Besseres bauen. Aber damit kann man jetzt auch schon mal einen kleinen Satz Stemmeisen gut schärfen. Den mache ich mal raus. Dieses komplette Teil können wir bewegen. Das läuft dann hier auf diesem Schlitten. Und wir haben hier unten diesen kleinen Anschlag, mit dem können wir halt eben auch das Ganze ein bisschen feinjustieren, um halt das Ganze ein bisschen zu distanzieren. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das benutze. Ich habe jetzt hier ein 40er Stemmeisen, das habe ich noch nie geschliffen und auch somit noch nie benutzt. Und das ist dann, denke ich, ein guter Test, um mal zu sehen, wie gut das Ganze funktioniert und wie effizient man auch damit
das Ganze halt auch eben schleifen kann. Ich habe die Schneide markiert und werde das jetzt so mit ausrichten, damit ich halt eben passend auf meinem Stein bin. Das muss man so ausrichten, dass man das Ganze halt eben immer so hochklappt, um halt dann zu überprüfen, ob das Ganze richtig geschliffen ist. Einmal kurz drehen, ob das Ganze richtig aufliegt. So, und jetzt können wir die Maschine mal anmachen und schauen, wie es so läuft. Wir sehen jetzt hier einmal die ideal geschliffene Schneide, also sieht wirklich richtig gut aus und das ging auch sehr, sehr schnell. Natürlich haben wir jetzt noch einen sehr starken Grat und den müssen wir jetzt als erstes noch wegziehen und dann können wir mal schauen, wie scharf das Ganze geworden ist. Im Stirnholz kann man immer schön schauen, ob so ein Werkzeug gut scharf geworden ist. Wenn wir da so Späne abdrücken können. Dann ist das meistens ein gutes Zeichen. Also die Stemmeisen kann man gut schärfen, deswegen steht die Maschine auch hier, da kann ich schnell hingehen und das Ganze halt eben schärfen. Jetzt wollen wir uns mal die Hobelmesserschärfen oder Schärfeinheit anschauen und dann zeige ich euch mal, wie gut das funktioniert. Wir haben hier unten keine Rollen, das habe ich bewusst gemacht. Ich weiß ja, dass ich nicht so oft Hobelmesser schärfe und wenn ich halt eben Hobelmesser schärfen möchte, dann kann ich das händisch drehen, aber normalerweise benutzt ja sowieso immer die Stemmeisenschärfvorrichtung. Das bedeutet so ein bisschen der Aufwand von dem Gestell zu bauen und halt eben auch die Kosten vom Material, dann ist das hier vollkommen okay, das einmal fix rumzudrehen. Und dazu kann man halt sehr, sehr schön einstellen, dass das auf diesen Gummifüßen sehr, sehr solide steht. Und wenn ich mal die Hobelmesser schärfen muss, dann muss ich halt, wie gesagt, einfach das Gestell fix einmal rumdrehen. Das ist aber auch nicht so wild. Ich will euch einmal zeigen, wie die Maschine auch darunter aufgebaut ist, weil vielleicht will sich ja jemand von euch sowas mal nachbauen oder selbst bauen. Dann haben wir generell erstmal hier diese Schraube. Mit der können wir das Ganze halt eben blockieren. Das bedeutet, wir können sagen, okay, wenn wir das nicht benutzen, dann soll das hier auch fest sein und dann rollt das halt hier eben nicht. Wenn man das hier abbaut, da kann man mal einen Blick unten drunter werfen und dann sieht man, wie die Maschine unten drunter aufgebaut ist. Das hier ist ein Klemmschlitten, den können wir jetzt halt eben abnehmen. Und dann sehen wir hier unten drunter halt eben ein paar Dinge. Zunächst mal sehen wir, dass wir hier echt große Messer einspannen können. Das heißt, bis zu diesem Maß hier kann das Hobelmesser groß sein, plus so ein bisschen dieses Herausragen. Das hier ist von mir, das ist, damit ich auch schmälere Messer schärfen kann, denn das hier ist dann die Auflage, damit man das Ganze fein einstellen kann. Das hier sind zwei Federn, die schauen wir uns gleich an, wenn wir das Ganze halt eben festspannen. Und das hier ist die Feineinstellung, um das Hobelmesser wirklich genau in Flucht mit der Scheibe hier einstellen zu können. Dafür habe ich hier unten extra ein Stück Flachstahl rausstehen lassen. Wofür das ist, sehen wir uns gleich an. Wir können uns jetzt noch einmal hier die Laufbahn anschauen. Das ist ein schönes Detail. Hier dieses Blech verhindert, dass die Funken in die Laufbahn reingeschmissen werden. Und generell läuft das Ganze wirklich sehr, sehr genau. Hier haben wir wirklich kein Spiel drin. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, das Schärfergebnis ist wirklich sehr gut. So sieht es hier unten drunter aus. Hier haben wir T-Nutensteine, mit denen können wir das Ganze verstellen. Aber generell, so wie die Position jetzt ist, kann man das sehr, sehr gut einstellen. So, ich glaube, das war's, ne? Also kommt jetzt hier wieder der Klemmdeckel. Der kann jetzt wieder raufgelegt werden. Wir sehen hier auch, dass das Ganze gefedert ist. Jetzt können die Räder wieder aufgeschraubt werden. Der fliegt immer runter, oder? So, jetzt kommen wir mal zum Messer einbauen. Zunächst mal muss ich hier meine Messuhr drauf platzieren, denn ich muss ja natürlich irgendwie schauen, dass das Messer sehr genau eingestellt ist. Danach kommt auch schon das Hobelmesser. Ich habe jetzt beim vergangenen Mal schon geschliffen, deswegen wäre das hier theoretisch schon fertig, aber damit ich es euch einmal zeigen kann, schärfe ich das jetzt nochmal. Das kann ich mir einfach nehmen und als erstes, das war hier gerade einmal komplett auseinandergebaut, muss ich jetzt wieder so ungefähr die Dicke einstellen, damit mein Hobelmesser gleich leicht geklemmt wird. Deswegen sind hier auch die Federn drin, damit der Deckel immer zunächst mal nach oben gedrückt wird.
Das hier ist für mich so eine optische Mitte, damit das hier ungefähr gleich rausschaut. Und jetzt klemme ich das als erstes mal mit den federgespannten Schrauben, sodass das Ganze halt eben erstmal eingespannt ist. Boah, das ist richtig scharf. Als nächstes kann ich das hier mal hier rüber bewegen und jetzt kann ich meine Messung einstellen. Wenn das hier einmal eingerichtet ist, funktioniert das also wirklich sehr, sehr schnell. Ganz wichtig, von der Messuhr hier unten, da ist ein runder Kopf. Ich muss das Ganze mit der Seite berühren. Und hier noch so eine Eigenheit, das ist mir beim vergangenen Mal nicht aufgepasst. Wenn man das Ganze geschliffen hat, entsteht ein Grat. Und wenn man dann überprüft, ob das Ganze plan ist, drückt man diesen Grat leicht ein. Und das sieht man hier als Messfehler, sodass man das am Anfang einmal einrichten muss. Und dann ist das auch richtig geschliffen. Also jetzt können wir das mal einschalten. Wenn man so frisch festdreht, das bringt oft viel, ne? So, wir haben jetzt 0,3, 0,2 und jetzt fahre ich mal an den anderen Messpunkt. Minus 0,12, das bedeutet, das Messer muss hier ein bisschen rausgedreht werden. Ich habe das jetzt hier an der Schraube einmal nachgestellt. Jetzt messe ich hier nochmal. 0,04. 0,02, das ist okay, jetzt stelle ich das einmal fest. Jetzt schauen wir mal um den Spaß in der Mitte. Da sehen wir jetzt, eigentlich sagen wir mal ungefähr 0, das heißt der Unterschied zwischen der ganzen Bahn hier ist so 400stel. Das liegt aber auch nur daran, weil ich das schon einmal daran geschliffen habe. Als nächstes kann ich das jetzt alles einmal feststellen. Und wenn ich will, kann ich es jetzt nochmal überprüfen. Das passt noch. Und dann kann ich jetzt theoretisch meine Messuhr nach oben stellen, weil ich schleife ja dann immer in der Reihe drei Messer am Stück, weil ich eine 3-Messer-Welle an der Hobelmaschine habe. Und so könnte ich dann einfach ganz schnell das nächste Messer einbauen. Ich habe hier eine schöne Feineinstellung, mit der kann man auch später schön das Ganze dann beistellen. Ich gehe dann immer pro Gang ungefähr so eine halbe Skaleneinteilung vor, je nachdem, wie gut das Ganze vorher schon geschliffen war. Das ist jetzt alles richtig eingespannt und jetzt können wir anfangen zu schärfen. Ich schalte die Maschine ein, bewege das Messer zur Seite. Logischerweise ist der Einschalter ja immer noch da hinten, deswegen muss man einmal über die Maschine greifen. Ich stelle hier jetzt immer Stück für Stück die Einstellung nach. Wir berühren den Stein noch nicht. Wir hören, dass wir jetzt schon mal kratzen. Und jetzt stelle ich noch mal ein bisschen nach. Und anhand dessen kann man jetzt schon sehen, dass das beim letzten Mal sehr genau war, denn wir schleifen gleichflächig über das komplette Messer. Ich habe gerade leider einmal einen feinen Bedienfehler gemacht, aber dennoch prüfen wir jetzt einmal mal kurz, wie so das Ergebnis geworden ist. Wie gesagt, wir haben oben jetzt einen Grat und den drückt man jetzt meistens ein, wenn man hier die Messuhr halt eben benutzt. 0,0, 0,0, 0,5. Das ist aber sehr wahrscheinlich der Grat, weil hier rechts sieht man auch augenscheinlich schon, dass da ein größerer Grat dran ist. Ja, das ist der Grat, den wir jetzt da gerade runterdrücken. Hier seht ihr, wie die Schneide oberhalb aussieht. Das ist schön plan geschliffen. Wie gesagt, durch diesen Bedienerfehler habe ich jetzt hier einmal ein bisschen mehr wegschleifen müssen und deswegen hat sich auch hier ein deutlicher Grat hochgestellt, den entferne ich jetzt. Den kann man tatsächlich auch so ein bisschen entfernen, indem man das Messer am Holz vorbeizieht, weil der in dem Fall wirklich so groß ist, der Grat. Mache ich das hier auch einmal. Die Hobelmesser poliere ich dann auch immer noch so ein bisschen, damit der Grat halt eben noch ein bisschen besser entfernt wird. Und so
ist dann das Hobelmesser wirklich scharf. Also ich habe das jetzt auch einmal gemacht und habe die Messer eingebaut und das Hobelergebnis ist wirklich richtig gut. Also richtig, richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt die Hobelmesser-Schärfmaschine genauso gut wie mir. Das war jetzt am Schluss leider ein kleiner Bedienfehler, den habe ich gemacht, weil ich einmal das nicht richtig festgespannt habe. Aber ich habe es ja schon benutzt und ich habe die Messer dann auch eingebaut und es funktioniert dann auch richtig, richtig gut. Das ist auch genau der Grund, weswegen ich keine Wechselmesser in meine große Hobelmaschine machen werde, sondern Streifenhobelmesser, die ich dann hier einfach dran schärfen kann. Das ist für mich mit der Maschine, denke ich, eine gute Kombination, weil sie halt echt ganz gut funktioniert, wenn man sie auch richtig bedient. Ich verlinke jetzt hier noch zwei weitere Videos, wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.